Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlichen Dank für die vielen Resonanzen, die uns erreichen. Und da schreibt jemand: Hallo ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure täglichen Ermutigungen um 12. Ich freue mich, dass Heilungen geschehen im Namen Jesus. Ich höre gerne die Sendungen. Und da freuen wir uns natürlich auch, dass Jesus heilt, dass Jesus hilft und dass wir so viele Gebetserhörungen auch bekommen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Ich möchte dir heute die Frage stellen: Möchtest du gewinnen? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Möchtest du gewinnen? Ich meine nicht unsere Aktion von der letzten Woche, wo man ein Buch gewinnen konnte. Nein, für dein Leben. Hältst du es für möglich, dass du gewinnst? Hast du ein Ziel? Das ist das Wichtige. Wir können nicht gewinnen, wenn wir kein Ziel haben. Und jemand, der kein Ziel hat, der läuft auch nicht los. Weil, wenn er loslaufen würde, ja, wo läuft er hin? Und es ist so, dass es aber auch manche gibt, die laufen einfach los. Manche laufen los, wie das Volk Israel, immer im Kreis rum. Sie kommen immer wieder an dieselbe Stelle. Ich sage dir, du brauchst ein Ziel und du brauchst einen Gott und dann wirst du gewinnen. Du wirst das Ziel erreichen und das ist ganz, ganz wichtig, ein Ziel zu erreichen. Auch gewinnen gegen eine Krankheit. Ich habe das Ziel, dass ich gesund werde. Oder eine Prüfung, man geht ja auf die Schule, dass man eine Abschlussprüfung machen kann. Man fängt an, Fahrstunden zu nehmen, dass man nachher die Prüfung machen kann und fahren kann. Und so ist es auch im Leben. Hast du ein Ziel? Und ich sage dir, wenn du ein Ziel hast, geh mit Gott und du wirst gewinnen. Danke, Herr, für all die Gewinner, die jetzt vor mir sitzen, vor dem Bildschirm. Ich danke dir dafür, Herr, dass sie gewinnen in dem, wo sie ein Ziel erreichen möchten, Herr, wo du mit ihnen bist, Herr, das Ziel zu erreichen. Und ich danke dir dafür, dass jetzt ein jeder richtig Mut schöpft, loszulaufen dem richtigen Ziel entgegen. Danke. Amen. Amen. Gebetsanliegen, für die wir sehr gerne beten. Auf WhatsApp erreichte uns Folgendes. Hallo ihr Lieben, ich brauche dringend Unterstützung im Gebet. Habe letzten September nach 15 Jahren meinen Arbeitsplatz verloren, habe mit Depressionen und Schlafstörungen zu kämpfen und zudem eine hartnäckige Nesselsucht, die mir zu schaffen macht. Bitte betet für mich um Heilung und eine neue Perspektive in beruflicher Hinsicht. Danke. Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst, die so darunter leidet jetzt, dass sie ihren Arbeitsplatz verloren hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du einen neuen Platz für sie hast. Danke, dass wir beten dürfen, dass du ihr einen wunderbaren Arbeitsplatz schenkst. Und wir danken dir einfach, dass du mit ihr bist und dass diese Depressionen und Schlafstörungen aufhören. Danke, Jesus, dass du Frieden in ihr Herz schenkst und dass du wieder neue Freude schenkst. Mit Zuversicht, dass du ihr einen neuen Arbeitsplatz schenken kannst. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und du kannst das auch tun. Und wir danken dir. Wir haben es schon so oft erlebt. Und du kannst es wieder tun. Und wir danken dir einfach, dass du auch diese Nesselsucht wegnimmst. Danke, dass Heilung geschieht. Und dass du die Ursachen bekämpfst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und aus der Schweiz kommt folgendes Gebetsanliegen. Liebe Isolde, lieber Daniel, schon seit einiger Zeit bete ich für eine andere Wohnung mit Lift. Aktuell laufen wir täglich mehrmals 50 Stufen. Bitte bete doch, dass wir bald eine Wohnung mit großer Terrasse und Lift finden dürfen. Soeben ist mein Mann vom Spital heimgekommen. Er hat ein neues Hüftgelenk bekommen. Ich bitte Sie, für meinen Mann zu beten. Er ist ziemlich depressiv geworden. Liebe Grüße aus der Schweiz. Und auch dafür wollen wir beten. Jesus, wir danken dir, dass du auch diese Not kennst mit der Wohnung.
dass du auch eine neue Wohnung bereitstellst. Danke, Jesus, die einen Lift hat und eine Terrasse, so wie sie es gern hätten. Danke, Jesus, dass wir dir dieses Anliegen bringen dürfen und dass du ein Gott bist, der Gebet erhört. Und wir danken dir für eine neue, wunderbare Wohnung, die passt für sie. Danke, Jesus, auch für diesen Mann, dass dieses Hüftgelenk jetzt wieder vollkommen in Ordnung ist und dass diese Depressionen auch aufhören. Danke, Jesus, dass er wieder Freude hat, dass er wieder Frieden hat. Wir danken dir für dein Eingreifen in Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns doch deine Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Wir beten gerne für dich. Und zwei weitere Gebetsanliegen haben wir wegen Tinnitus. Hallo liebe Glaubensgeschwister, ich habe seit einigen Jahren Tinnitus sowie chronischen Halswirbelsäulenbeschwerden. Diese beiden Probleme sind laut Arzt bei mir miteinander verknüpft. Trotz Gebet und Krankengymnastik ist keine Besserung eingetreten, eher das Gegenteil. Deshalb bitte ich euch um Gebetsunterstützung, da die Geräusche nicht mehr zu ertragen sind. Vielen Dank. Und eine zweite Person schreibt uns, liebes Gebetsteam, ich benötige Gebet um Heilung von Tinnitus. Das Piepen in beiden Ohren ist so laut geworden. Lieben Dank. Ja, das ist sehr, sehr lästig. Tinnitus, wenn es den ganzen Tag rauscht oder piept. Und da möchten wir jetzt dafür beten. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Bei allen, die Tinnitus haben, danke, Herr, dass du mit einer Ruhe in diesen ganzen Organismus reinkommst, in dieses Ohr, in die Gehörgänge und was da alles mit zusammenspielt. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir deinen Frieden hineinrufen in das ganze Gehör, dass dieser Piepston, dieses Rauschen verschwindet, Herr, in deinem Namen Jesu. Herr, wir sprechen Heilung hinein, wir sprechen deinen Frieden, deine Ruhe hinein. Ich danke dir dafür, Herr, dass du diese Menschen berührst. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns, seit der Kündigung am Montag hat mein Mann Selbstmordgedanken. Oh ja, danke, Herr. Du siehst die Situationen in so vielen Menschen, die einfach nicht mehr weitersehen. Die Wand vor Augen haben und nicht mehr weitersehen. Oder auch den Abgrund sehen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, dass ein jedem du Mut schenkst, einen neuen Blickwinkel, den Blickwinkel aus deiner Herrlichkeit, den Blickwinkel aus dir, Herr. Ich danke dir dafür, dass du wunderbar, Herr, diesen Menschen Hoffnung, Herr, dass sie Hoffnung sehen, dass sie glauben können, dass es eine Lösung gibt. Ich danke dir dafür. Du bist der Gott, der auch in so schwierigen Situationen der Helfer bist und der Heiler auch der Seele bist. Amen. Es ist so schön zu hören, wenn Menschen Gottes Eingreifen erleben und auch in der Gebetsnacht. Da schreibt uns jemand, in der Gebetsnacht habe ich darum gebeten, dass sich zwei Familienangehörige wieder vertragen. Sie waren 15 bis 19 Jahre zerstritten. Zwei Tage nach der Gebetsnacht rief meine Schwester an, die nicht wusste, dass ich bei der Gebetsnacht war, und meinte, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die beiden Zerstrittenen hatten miteinander telefoniert und wollten sich treffen. Mittlerweile machen sie fast jedes Wochenende zusammen kleine Ausflüge. Danke, Jesus. Ist das nicht wunderbar, wie Gott Situationen verändert und einfach umkehrt, umkrempelt? Und eine Frau schreibt uns weiter, vielen Dank für eure Gebete. Mein Sohn und Schwiegertochter haben sich wieder versöhnt und bleiben zusammen. Was für ein wunderbarer Gott, er kann aus Unmöglichem Mögliches machen. Noch einmal danke für alle Gebete. Und das ist doch wunderbar, wenn eine Ehe wieder geheilt wird und Versöhnung kommt. Ja, ich glaube, das hat denselben Stellenwert, wenn sich Menschen wieder vertragen, wie eine Heilung oder sonst irgendwie etwas. Gott kommt in jede Situation, wenn er darf. Glaube daran. Und wenn du etwas erlebt hast, lass es uns wissen. Du siehst die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Schreib uns einen Text oder schick uns ein kurzes Video.
Der Tipp des Tages. Wir hatten es vom Gewinnen und da ist wirklich, nimm dir jetzt etwas Zeit und überlege dir das nächste Ziel, das du erreichen möchtest. Bete darüber und fang an, heute schon loszulaufen. Loszulaufen, was auch immer das Loslaufen bedeutet, in die Richtung dieses Zieles. Es wird irgendwie eine Stimme in dir sagen, du schaffst es doch nicht, du hast schon mal probiert. Ignoriere diese Stimme. Wenn du mit Gott gehst, wirst du das Ziel erreichen. Und schreib dir irgendwo auf einen schönen Zettel, ich werde gewinnen. Und häng das irgendwo hin, wo du oft vorbeikommst. Ich werde gewinnen. Gott wird es dir schenken. Und herzlichen Dank auch für das Vertrauen, dass ihr uns immer wieder eure Anliegen schickt. Und das darfst du auch weiterhin tun. Und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Wir haben was ganz Besonderes. Ab 18. Juni beginnt bei uns ein Online-Alpha-Kurs. Du kannst dich dort anmelden, indem du auf unsere Webseite schaust unter Kirche vor Ort. Am 18.06. ein Online-Alpha-Kurs. Und wir freuen uns auch über Feedback über die Sendung von dir. Wir wünschen dir einen wunderbaren, gesegneten Tag und verabschieden uns hiermit. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.